das Ziel haben, die Klimaschutzziele von Paris ernst zu nehmen und wirklich zu defossilieren, um den Anstieg der mittleren Durchschnittstemperatur auf 1,5 oder maximal 2 Grad zu begrenzen, dann heißt es ja, dass wir unser komplettes Energiesystem, was derzeit primär nach wie vor basiert, in der Summe nicht nur Stromsystem, sondern Energiesystem auf Öl, Gas und Kohle. Beispielsweise im letzten Jahr haben wir deutlich mehr Kohle eingesetzt wie die Jahre davor, ja, was verschiedene Gründe hatte, insbesondere eben Marktgegebenheiten. Wenn wir dieses Energiesystem umstellen wollen auf erneuerbare Energien, dann heißt das im Wesentlichen ein Weg in Richtung einer All-Electric World. Das heißt, erneuerbarer Strom oder grüner Strom wird deutlich mehr an Bedeutung gewinnen im Energiesystem. Und dieser grüne Strom, der kommt primär derzeit aus Biomasse, aus Windenergie, aus Wasserkraft und aus Solarenergie über die Photovoltaik. Jetzt haben wir die Potenziale in Bezug auf Wasserkraft sind weitgehend ausgeschöpft. Die Potenziale in Bezug auf Geothermie sind in Deutschland nur sehr, sehr schwer zu erschließen. Die Potenziale aus Biomasse sind nahezu auch ausgeschöpft. Das heißt, die einzigen Möglichkeiten, mehr grünen Strom und damit grüne Energie klimaneutral zu erzeugen, ist Solarenergie, also Photovoltaik und Windenergie. Damit können wir aber nur einen Teil der Energienachfrage in Deutschland decken und in Norddeutschland. Und deswegen müssen wir gucken, dass wir diese elektrische Energie, diesen Wind- und Solarstrom, den wir noch weiter ausbauen können, den in einen Sekundärenergieträger umwandeln, der dann letztlich die anderen Bereiche, wo wir Strom nicht direkt nutzen können, letztlich dann decken kann. Das ist zum Beispiel der Industriebereich mit bestimmten Industrieunternehmen, die Energie brauchen, heute beispielsweise Erdgas einsetzen. Das sind Teile zum Beispiel des Mobilitätssektors. Das sind zum Beispiel bestimmte Aspekte im Bereich der Gebäudeenergieversorgung. So. Und das heißt, man müsste dann letztlich hergehen und müsste den Strom aus Wind und Sonne in Norddeutschland über einen elektrolysierenden Wasserstoff umwandeln. Und dieser Wasserstoff, den kann man dann im Energiesystem einsetzen. Konsequenz davon ist, dass wir letztlich damit mit dem Wasserstoff und dem Strom, dem zusätzlichen Strom aus Wind und Sonne, letztlich dann die heutige Energienachfrage oder die potenziell zukünftige Energienachfrage werden decken müssen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, können wir denn in Norddeutschland so viel Windstrom, zusätzlichen Windstrom und zusätzlichen Solarstrom, selbst wenn wir Richtung Offshore gehen, erzeugen, dass wir die gesamte Energienachfrage decken können. Und da kann man zumindest mal ein Fragezeichen dran machen. Und deswegen ist aus meiner persönlichen Sicht, werden wir wahrscheinlich nicht drum herum kommen, dass wir uns Gedanken machen müssen, wo wir denn letztlich grünen Sekundärenergieträger oder grüne klimaneutrale Sekundärenergie importieren können und wo wir letztlich dann dieses Defizit von dem, was wir letztlich an nicht verfügbaren Potenzialen, einen stark besiedelten, hochindustrialisierten Land wie Norddeutschland haben, wenn wir das ausgleichen können und damit Energie, so wie wir es heute ja letztlich auch machen, über den Import von Öl, Gas und Kohle, wenn wir das entsprechend ausgleichen können. Und deswegen glaube ich sehr wohl, dass wir zukünftig einen Import von grüner Energie, von grünen Sekundärenergieträgern sehen werden. Wenn wir davon ausgehen, dass wir Wasserstoff letztlich als Ersatz für den heute importiertes Öl und Gas ansehen und aus Ressourcengründen werden wir wahrscheinlich nicht drum herum kommen, dann muss man überlegen, wie kann der Wasserstoff, wo kann er erzeugt werden, weltweit gesehen, wo ich günstige Voraussetzungen dafür habe und wie kann ich ihn nach Deutschland transportieren. Erste Frage, wo kann ich ihn erzeugen? Potenziell dort, wo ich hohe Angebote an regenerativer Energie habe, möglichst eine geringe Energienachfrage vor Ort, damit ich keine Konkurrenzen habe und C, noch unerschlossene Potenziale. Diese Bedingungen sind beispielsweise in Nordafrika erfüllt, wenn man Richtung Sahara denkt, wo ich sehr hohe Solarstrahlungsangebot habe und damit über Photovoltaik relativ viel Strom auf Flächen erzeugen könnte, die heute nicht genutzt werden. Diesen Strom könnte ich dann aus der Teile der Sahara, Nordsahara, letztlich dann an die Küste transportieren, dort über diesen Strom Meerwasser entsalzen, also Mittelmeerwasser entsalzen und dieses entsalzte Wasser dann nutzen zur Wasserstofferzeugung und diesen Wasserstoff dann entweder über eine Pipeline oder über ein Schiff nach Deutschland, nach Norddeutschland transportieren.
Alternativ dazu könnte ich zum Beispiel in Gegenden gehen wie Patagonien, wo ich im Westwindgürtel liege und deswegen sehr hohe mittlere Windgeschwindigkeiten habe. Damit könnte ich dort Windstrom erzeugen, diesen Windstrom wieder über eine Stromleitung an die Küste transportieren, Meerwasser einsalzen, Wasserstoff machen und diesen Wasserstoff zu uns transportieren. Wenn man jetzt den Nordafrika-Fall nimmt, dann könnte man den Wasserstoff vom Grundsatz über die Pipeline transportieren. Relativ unproblematisch können wir heute schon in Bezug auf Erdgas. Aber wenn wir weiter weggehen, wird es natürlich schwieriger. Wir werden nicht eine Pipeline aus Südamerika über den Atlantik bis nach Norddeutschland bauen. Das ist eher unwahrscheinlich. Deswegen ist es für weitere Entfernungen wahrscheinlich, dass dann der Wasserstoff übers Schiff transportiert wird. Und wenn ich es über ein Schiff transportiere, ist natürlich klar, dass ich dann möglichst eine hohe Energiedichte brauche, um möglichst viel Wasserstoff auf möglichst kleinem Raum möglichst günstig zu transportieren. Und dann kommt natürlich dann der Aspekt zum Tragen, dass man letztlich den Wasserstoff vor Ort an dem Küstenstandort, wo man letztlich dann auch die Meerwasseransalzung macht, dann den Wasserstoff verflüssigt, so heute wie man flüssiges Erdgas transportiert, den auf den Tanker packt, den Tanker dann nach Norddeutschland fahren lässt und hier dann diesen Flüssigwasserstoff entsprechend im Energiesystem einsetzt. Ideal wäre es natürlich, wenn man den dann direkt als Flüssigwasserstoff einsetzen kann, so wie es derzeit angedacht ist oder geplant ist für Airbus. Die wollen ja ein Flugzeug entwickeln oder das Hinterbeinflugzeug entwickeln, was mit flüssigem Wasserstoff fliegen soll. Das heißt, man kann den flüssigen Wasserstoff, so wie er angelandet wird, in Hamburg direkt transportieren und in den Tank vom Flugzeug packen und damit durch die Gegend fliegen. Oder man kann den flüssigen Wasserstoff dann wieder zurückvergasen, einspeisen in die Pipelines, die hier in Deutschland schon vorhanden sind, beziehungsweise entstehen. Und dann kann man dann bei den entsprechenden Wärmenachfrager, bei den entsprechenden Industriekunden, bei den entsprechenden anderen Konsumenten von Wasserstoff eingesetzt werden. Wenn wir unser Energiesystem defossilieren wollen, das heißt auf Öl und Gas verzichten, dann wird es ja am Ende des Tages nur erfolgreich sein, wenn wir letztlich ein Energiesystem aufbauen, was a. klimaneutral ist, was b. aber auch bezahlbar ist. Ja? Das heißt, wir werden nicht darum kommen, Energie ist nur ein Wirtschaftsfaktor von allem. Das heißt, der Motor für unsere wirtschaftliche Entwicklung der Vergangenheit war letztlich billige oder kostengünstige Energie. Wenn wir das zukünftig wollen, dann stehen wir natürlich in einem Widerspruch. Zum einen zu sagen, wir produzieren grünen Strom hier in Deutschland aus Wind und Sonne, ja, machen daraus Wasserstoff und nutzen den Wasserstoff aus dem Strom in Deutschland für Deutschland. Die Alternative ist zu sagen, wir produzieren grünen Strom beispielsweise in Nordafrika oder in Patagonien oder im Zentrum von Australien oder in anderen begünstigten Weltgegenden auf dieser Welt. Zum Beispiel auch Südafrika oder Namibia haben wir ebenfalls große Potenziale. Und dann transportieren wir den Wasserstoff hierher. Wenn man sich jetzt das überlegt, dann muss ja am Ende des Tages der importierte Wasserstoff zumindest so teuer sein wie der national produzierte. Und damit stellt sich die Frage, wie ist denn die Kostendisparität zwischen den beiden? Wenn ich mir jetzt überlege, ich erzeuge grünen Strom beispielsweise in Nordafrika, dann bin ich bei Solarstrahlungsangebot dort, das ein Faktor 2 bis 3 höher ist wie in Deutschland. Das heißt, potenziell ist damit natürlich der Solarstrom entsprechend kostengünstiger. Wenn ich an bestimmte günstige Standorte gehe, wie zum Beispiel Mauretanien in dem Westwindgürtel am Atlantik in Afrika, dann habe ich dort Volllastbenutzungsstunden, die über denen liegen, wie zum Beispiel in der Nordsee. Ja, und damit kann ich natürlich entsprechend kostengünstig grünen Strom erzeugen. Und da der grüne Strom letztlich der wesentliche Kostentreiber ist für die Wasserstofferzeugung, ist natürlich dann der Wasserstoff entsprechend günstiger, wenn ich den dort erzeugen will. Und dann kommt der Transport dazu. Dann muss ich natürlich den Wasserstoff von Nordafrika nach Hamburg transportieren oder nach Norddeutschland transportieren. Und dieser Transport, das ist ein Add-on, der letztlich dann kostenmäßig nicht teurer sein darf, wie wenn ich den grünen Strom hier in Deutschland erzeuge, den Wasserstoff in Deutschland erzeuge. Und aus jetziger Sicht, aus unserem derzeitigen Kenntnisstand, ist es schon wahrscheinlich, dass wir also auf jeden Fall deutlich günstigeren elektrische Energie erzeugen können in Nordafrika. Das ist, glaube ich, unbenommen, weil wir eben dort das hohe Solarangebot haben. Ja,
Wir müssen dann zusätzliche Energie erzeugen für die Meerwasserentsalzung, was in Deutschland nur begrenzt der Fall ist. Wir müssen zusätzliche Energie erzeugen für die Verflüssigung des Wasserstoffs. Wir haben zusätzlichen Aufwand für das Schiff, was wir nehmen müssen, um das hierher zu transportieren. Und die Summe davon an Kosten muss dann letztlich kleiner sein, wenn ich den Wasserstoff in Norddeutschland für Norddeutschland erzeuge. So. Aus unseren Analysen am Institut ist eigentlich rausgekommen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das so sein wird, durchaus gegeben ist, weil eben die Energie entsprechend günstig ist und weil wir am Ende des Tages ja heute auch einen Großteil unserer Energie, zwar fossile Energie, aber auch Energie, letztlich auch aus anderen Ländern importieren und wir deswegen glauben, dass da noch eine ganze Reihe Kostenreduktionspotenziale vorhanden sind. Und auf der anderen Seite, unsere Abschätzungen lassen den Schluss zu, dass wir kaum in der Lage sein werden, mit unseren Standards in einem dicht besiedelten Land wie der Bundesrepublik Deutschland oder Norddeutschland in der Lage sein werden, den projektierten Wasserstoffbedarf mit hier zu installierenden Wind- und Solaranlagen zu decken. Deswegen werden wir wahrscheinlich ohnehin, unabhängig davon, wie teuer oder billig das ist, darauf angewiesen sein, dass wir Wasserstoff zusätzlich zu dem national erzeugten noch werden importieren müssen. Hinzu kommt, dass es dann auch Länder gibt, wo wir bisher noch überhaupt nicht drüber gesprochen haben, die beispielsweise über Geothermie sehr günstige Voraussetzungen haben. Island ist ein Beispiel dafür oder zum Beispiel auch das Horn von Afrika. Dort gibt es ebenfalls entsprechende Geothermievorkommen oder in Chile, wo man dann letztlich den Malus der erneuerbaren Wind- und Solarerzeugung, dass die eben nur bestimmte Stunden im Jahr zur Verfügung stehen, weil eine Windflaute kann immer wieder auftauchen und dass nachts die Sonne nicht scheint, das ist, glaube ich, auch eine Binsenweisheit. An der Stelle, dass wir damit zu deutlich höheren Volllastbenutzungsstunden kommen und damit zusätzlich dieses Malus von Wind und Sonne ausgleichen können. Das heißt, auf Dauer gesehen ist es schon durchaus wahrscheinlich, dass sich ein internationaler Markt für Wasserstoff als regenerativer Sekundärenergieträger etablieren wird, der dann letztlich so ähnlich wie der Ölmarkt heute letztlich ein internationaler Markt ist, der dann entsprechend bedient werden kann, wo es unterschiedliche Produzenten gibt, unterschiedliche Konsumenten und das Marktgeschehen letztlich entscheidet, wo der Wasserstoff wie sich letztlich darstellt. Und wenn wir damit einen Beitrag zur Defossilierung und damit zum Klimaschutz leisten wollen, dann stellt sich natürlich schon die Frage, wie ist der, sagen wir, Klimaeffekt einer derartigen globalen Wasserstoffwirtschaft? Und wenn wir dann davon ausgehen, dass wir zukünftig unsere Primärenergie regenerativ machen und letztlich dann der Strom für die Wasserstofferzeugung aus Wind, Sonne, Geothermie, Wasserkraft oder was auch immer kommt an der Stelle, dann ist natürlich auch die Energieaufwand für den Elektrolyseur grün und damit klimaneutral. Da ist der Energieaufwand für die Meerwasserentsalzung, die wir benötigen, ebenfalls klimaneutral. Und natürlich der Tanker, der dann durch die Gegend fährt und den Flüssigwasserstoff hier nach Norddeutschland transportiert, der wird natürlich dann auch gespeist durch den Boil-Off, also das, was letztlich von dem Flüssigwasserstoff verdampft, weil die Isolierung nicht so gut sein kann bei minus 253 Grad, dass der Boil-Off letztlich dann genutzt wird, um den Tanker anzutreiben. Das heißt, das ist dann letztlich auch klimaneutral. Das heißt also, an Klimagasemissionen fallen dann auf der gesamten Kette praktisch keine Klimagasemissionen an. Das heißt nicht, dass man überhaupt keine Klimaeffekte mehr hat. Die Materialien, die wir einsetzen, werden vielleicht gegebenenfalls, je nachdem, wie weit das die Defossilierung unseres Energiesystems fortgeschritten sind, gegebenenfalls immer noch erzeugt auf der Basis von zumindest ansatzweise bestimmten fossilen Energieträgern. Aber in der Summe eines derartigen Energiesystems sind wir damit also nahezu klimaneutral.